Servus Leute, ich bin's, euer Brandy. Willkommen zurück. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich euch diese Flöte, Kupo. Wir erhalten die Mogris-Flöte. Mit dieser Flöte könnt ihr uns im Weltmodus herbeirufen. Willst du auf ihr spielen, drücke die Viereck-Taste, Kupo. Gute Reise, Kupo. Danke. Kupopo. Oh man, jetzt geht's los. Tschüss, Kupo. Ein Feind? Wo? Wo ist er? Alter, die anderen sind schon weg, Kupo. Prinzessin, so wartet doch auf mich. Ihr dürft doch nicht alleine gehen. So, meine Freunde. Ja. Mach mal nicht so einen Strand. Kontinent des Lemels. Garnet ist auf Level 1, natürlich. Haben wir irgendwas für unsere Garneta? Einen Laydout. Dann haben wir ein Arm Drive und ein Nicht-Accessoire. Wir haben dem Typen doch quasi noch so einen Eisenhelm abgeluchst, oder? Jawohl! Latexhelm, Pestizide. Da haben wir ja noch zwei Abilities, die wir quasi erlernen können. Hallo! Heudemite. Hallo, Heudemite. Level up. Beschleunigt das Level up der Charaktere. Es werde Licht. Verhindert blind. Gift und Galle brauchen wir. Pestizide brauchen wir jetzt mal nicht. Ah, okay. Garnet können wir bestimmt noch was anlegen, oder? Nee, sie hat nur hier Vita Bahamut. Odin? Shiva? Ifrit? Atmos? What the fuck? Die hat ja Fähigkeiten jetzt schon. Damn, Baby. Die hat aber Fähigkeiten. Wir müssen mal schauen, wo wir hinkommen. Wir werden mal... Wo waren jetzt die verdammte Höhle, wenn ich mich nochmal erinnere? Ich muss mal hier nachlesen. Okay, wir müssen mal gucken hier auf der Weltkarte. Oh, das war nicht clever. Ich wollte eigentlich gar nicht. Egal. So, jetzt sehen wir dann gleich mal, was wir hier auf der Weltkarte finden. Dann Gegner, wie viele auch vor allem. Ich hoffe mal nicht mehr als einer oder zwei. Zwei. Und das sind diese zwei miese. Ein Hinterhalt. Natürlich, was dann sonst. Ist ja nicht so, dass unsere Garnet eh schon so schlecht ist. Ah, oh, nee. Aber, oh ja, natürlich. Geh halt auf Garnet. 15k. Ach. Quatsch. Da kannst du doch eh nichts antun. Also von daher. Pff. Ach ja. Zack. Kritisch. Elf XP. Wow. Garnet erreicht gleich Level 2. Geht aber jetzt ab, die Garnet hier. Ich hasse es, wenn langer Schwarzbildschirm ist, dann habe ich immer Schiss, muss ich ehrlich sagen, Leute. Ist mal ohne Flachs hier. Was haben wir denn jetzt hier? Sind wir da am Osttor? Beziehungsweise Nordtor müsste das ja sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber nicht sicher. So, wir haben zwei neue Gegner. Ein neuer Gegnertyp, aber jeweils zwei Stück davon. Und wieder ein Hinterhalt. Was denn auch sonst, Leute? Irgendwie was anderes hatte ich nicht erwartet. Dass hier die TPA ATB-Balken noch nicht mal anfangen zu laden, finde ich, ist eine Frechheit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Halte ich nicht viel von. Magie-Schwert, Attacke, schwarze Magie, Attacke.
Mach! Zack! 160, ach, die haben schon mehr Damage, Verteidigung und so. Und daher ist nicht wenig. Ja. Ach, 17 EP ist zu zweit. Ja, bringt schon mal mehr als die anderen zusammen. Ja. Ich denke mal, das ist das Nordentor hier, was wir erreicht haben. Ich habe aus Versehen wahrscheinlich dann die falsche Seite angegangen. Das müsste tatsächlich das Nordentor sein hier. Oder? Das ist ein Fragezeichen halt da. Ja, es ist das Nordentor. Wo sind wir hier? Im Grenzgebiet zwischen Alexandria und Burmesia. Ich glaube, es ist das Nordentor unterhalb des Nädels. Soweit ich weiß, wird es auch der Merida-Bogen genannt. Frische Fußspuren und aufsteigender Rauch. Ja, was kann das nur heißen? Was sehen meine Augen da? Ist das die Kriegsflagge Alexandrias? Unerhört, dass es sogar unterhalb des Nebels Gesindel gibt, dass das versucht, Alexandrias Ansehen in den Dreck zu ziehen. Wären wir nicht in solch einer prekären Situation, würde ich mein Ritterschwert sprechen lassen. Oh Gott, Steiner. Wie dem auch sei, wir sollten uns beeilen. Auf geht's Richtung besagter Höhle, am Bogen links und dann immer am Steinhagel entlang. Uiuiui, jetzt bin ich aber gespannt, was das hier sein soll. Wir haben hier ein Item. Na gut, wir haben hier kein Item. Wir haben da hinten eine Truhe, genau. Das sind Augentropfen und hier sind nochmal eine Potion. Davon weiß ich Bescheid. Tut mir leid, also das ist kein Spoiler hier von mir, sondern ich sehe es einfach nur. Und ich weiß einfach auch Bescheid von allen, über alles und so. Also ihr wisst Bescheid auch. Und Bescheid wissen ist bescheiden. Oh man, ich sollte einfach mal das Maul halten. So, jetzt wird hier ein bisschen gefightet. Ja. Oh, wir haben einen neuen Gegner, eine Schlange. Oh, wir haben einen Angriffsvorteil. Oh fuck, ich greife an. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich greife schon uns selber an. Das ist aber das erste Mal, dass wir überhaupt einen Angriffsvorteil aus unserem Leben rausgehascht haben. Ja, wobei, das erste Mal ist es jetzt nicht unbedingt, aber es ist eins der ersten Male, sagen wir es mal so. Klingt besser. Es ist definitiv eins der ersten Male, dass wir das rausgefunden haben, dass wir auch mal hier First Blood haben. Ach ja, First Blood. Ach, come on, ey. Jetzt kämpfen wir hier ohne Ende auf der Weltkarte rum. Das alles ist aber nicht gut. Ich möchte bitte nicht kämpfen hier. Oh. Eieiei. Zwei kleine Geradax. Also Pokémon Geradax. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt, diese Pokémon. Ist eine etwas längere Zeit her, dass man darüber gesprochen hat, Pokémon. Andererseits, so lange ist es auch nicht her. Ich meine, ich spiele ja Pokémon nebenbei hier. Von daher ist das eigentlich alles dasselbe. Nebenbei kann man ja eigentlich ankündigen, was das nächste Projekt nach Pokémon wird, oder? Nee, das mache ich noch nicht. Das wäre ja... Ihr werdet aber überrascht sein. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ihr überrascht sein werdet. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht. Ich hoffe zumindest, ich überrasche euch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das gelingt. Und ich hoffe, dass ich heute noch die Höhle erreiche. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich das schaffe, die zu erreichen. Ein normaler Kampf. Okay, ich dachte, wir haben vielleicht irgendwie hier, aber... Nee. Ruft die Bestia. Ifrit. Muss aber nicht sein. Greif an, mein Kumpel. So. Gar nicht.
Sieh dann. Wir werden mal. Die Fähigkeit 777 ist eine saugeile Fähigkeit. Die müssen wir mal lernen irgendwann. Also, beziehungsweise, ich denke mal, die werden wir mitten. Also. Wann könnten wir die denn bekommen? Ich weiß es gerade nicht. Aha. Ah, so ändert man die Kameraansicht. Ja. Siehst du, das habe ich gewusst. Da ist ein Fluss, das ist nicht richtig. Da ist die Höhle, die wir suchen. Höhle des ewigen Eises. Die wird gerade gesucht von uns. Deswegen ist sie besonders wichtig. Die gehört nämlich zur nächsten riesigen... Naja, riesig ist sie nicht, aber sie ist der nächste Schritt in unserem Let's Play. Ist das die Höhle? Ja, das denke ich mal, hast du richtig erkannt. Höhle des ewigen Eises. Plötzlich stehen sie alle da. Also, ist was, Vivi? Kennt ihr die Höhle des ewigen Eises? Yep, schon mal gehört. Ist sie das etwa? Nein. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall soll sie sich in der Nähe des verwunschenen Waldes befinden. Nee, das ist nicht die Höhle des ewigen Eises. Erzählungen über diese Höhle sind mir auch schon zu Ohren gekommen. Es soll ein wundersamer Ort sein, vollständig in Eis gehüllt. Alles, was ich weiß, sind nur Geschichten, die mir mein Großvater erzählt hat, aber die Höhle soll bis hoch über die Nebelschicht führen. Das ist ja großartig. Euer Großvater ist dann wohl ein sehr gelernter Mann, Meister WW. Wenn wir den Nebel durchstoßen haben und uns endlich wieder in die Strahlen der Sonne wärmen, richtet euren Großvater doch bitte den bei passender Gelegenheit meinen aufrichtigsten Dank aus. Großvater hat mich viel gelernt, aber leider ist er bereits verstorben. Oh, das wusste ich nicht. Bitte verzeiht meine überflüssigen Worte. Schon gut, mach dir nichts draus. Recht hatte dein Großvater. Dann lass uns mal mit dieser großen, weiten Höhle anfangen. Schließlich müssen wir da jetzt durch. Und das wird auch kein Zuckerschlecken, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Höhle des ewigen Eises. Kapitel 1. Eigentlich 2 mittlerweile. So, hier seht ihr direkt die erste Kiste. Ach, welch berückende Idylle. Ich hörte ja, wie schön es hier sein soll, aber in Natura übertrifft dieser Ort selbst die ausgeschmücktesten Erzählungen. Diese prachtvollen Blumen, wie die wohl heißen mögen. Prinzessin, nicht anfassen, die Pflanzen könnten giftig sein. Ich finde die Blümchen auch toll, auch hübsch, aber vor allem... Ding finde ich, es ist hier irre kalt. Gehen wir vielleicht mal. Ja, ja. Sieh da an, du kleine Möse. Zack! Haben wir direkt ein Zelt erobert. Ich bin eigentlich gerade am überlegen, bevor wir hier groß weitermachen, wie wir hier fortfahren werden. Wir werden... Nee. Ich beende die Aufnahme jetzt, Leute. In dem Fall müsste ich dann jetzt sogar rausgehen und Mogri anfordern zum Speichern. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Leute. Viel Spaß noch und ja, von meiner Seite aus passt das jetzt auch schon. Ah, jetzt da. Wir werden einmal mal speichern. Ja, von meiner Seite aus war es das in dem Fall jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise, ja, einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Chosen, euer Brandy.